wieder auf ein Spiel. Okay, wir haben jetzt 11.000 Gold. Das reicht für den Anfang. Das reicht. Ein Bier wäre. Gut, dann rennen wir schnell raus und präsentieren den Kochtopf. Wobei es ist jetzt genau Mitternacht. Egal, wir machen das trotzdem. Weil in Mitternacht kann man hier nämlich auch was erledigen. Da ist schon wieder der Kampfclub. Wir können, ich weiß gar nicht, ob man nochmal kämpfen könnte. Wahrscheinlich schon. So, der Typ ist da. Nochmals, hallo. Der perfekte Haarschnitt. Da wird sich deine Tochter freuen, was? Hab ich fast vergessen. Sie mag auch nur Männer mit Bärten, die wie der auf dieser Karte aussehen. Und zwar Koteletten. Kommt wieder zu mir, wenn ihr so einen Bart habt. Eine Sorge. Ja, jetzt muss ich mir noch einen Bart machen lassen. Ah, ja. Südbau ist down. Hoffentlich geht das jetzt noch. Und zwar werde ich euch gleich erklären, ob, wenn es funktioniert, kann ich es euch gleich erklären, warum. Dumm, die dumm, die dumm. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Es ist nämlich Mitternacht. Der Himmel sieht heute toll aus. Aber was ist mit dem Dach passiert? Na, ganz toll. Ja, können wir auf jeden Fall. Kann ich später machen. Dann gehe ich erstmal zur Heldengilde. Was war das? Nein, falsch. So, jetzt hat. In der Heldengilde können wir nämlich auch noch ein bisschen was erledigen. Was auch interessant ist, die Händler bekommen hier nach einigen Tagen neue Lieferungen. Das heißt, wenn man jetzt von dem einen Händler, wie zum Beispiel den da unten, die ganzen Dinge mitgenommen hat, die ganzen Willenskrafttränke, dann kann es sein, dass der nächste Lieferung in einem Tag. Aber seht mal an, was der jetzt kostet. 111 Gold. Seht ihr, wie die Preise variieren? Pervers. Das ist richtig strange. Ich meine, vorher hat es 38 gekostet und jetzt kostet über 100. Also es wäre ja jetzt eigentlich ratsam, wenn man sie verkaufen würde. Was auch gut ist, man kann später, wenn die Händlerpreise sehr gering sind, kann man einen kleinen Trick anwenden. Und genauso werde ich später Geld machen. Und zwar kann man Sachen kaufen für Apfel und Ei. Und später kann man sie am selben Händler, also während des Handels, sofort wieder verkaufen. Und kriegt sau viel Geld dafür, wenn man hohe List hat. Und diesen Trick werde ich mir zunutze machen, um später Geld zu bekommen. Das ist nicht nur pure Farmerei, damit ich irgendwann eine Million Gold oder so habe, sondern das hat schon seinen Sinn. Weil ich will, wie gesagt, später nicht als Attacknacker rumrennen. Da ich nicht alle Großtaten machen kann, weil das zu schwer ist. Ach, komm, mach hinne. Komm schon. Geht doch. Wow, der hat jetzt ganz schön gekämpft. Genau, Großtaten. Alle Großtaten übernehmen. Der zweite blaue Pilz. Alle Großtaten übernehmen ist extrem schwer. Also, wirklich extrem schwer. Nahkampfwaffen. Der hat sogar. Da, gleich die Verdringungsdurchstärkung rein und fertig. Sehr schön. So. Das Problem ist, dass man später. Ach, Moment, ich glaube, wir haben hier noch was. Dim-di-dim-di-dim. Ja, ich werde jetzt alles mitnehmen. Im Gildenwald gibt es auch noch eine Angelstelle. Also, es gibt zum Beispiel bei diesen Meister. Bei diesen Großtaten. Gibt es zum Beispiel, dass man nur mit Faust kämpfen darf und ohne körperlichen Schutz. Und dass man, also nur mit Faust kämpfen und kein körperlicher Schutz, ist was sich zusammen irgendwie sehr schwer bewerkstelligen lässt. Weil wenn man Faustkämpfer ist, darf man weder Waffen noch Magie einsetzen. Und das nächste ist, kein Schutz heißt auch ohne Mana-Schild. Also nicht nur, also kein, gar nichts, keine Rüstung, nichts. Du machst quasi in Unterhose den Quest und fertig. Silberschlüssel Nummer 5, glaube ich.
Inventar, Gegenstände, andere. Silberschlüssel 5, korrekt. So, und da haben wir einen grünen Punkt. Was ist denn hier los? Warum bist du grün? Könnt ihr mir einen riesigen Gefallen tun? Na sicher, was willst du denn? Ich heiße Cyril. Ein paar Freunde und ich hatten gestern Nacht eine kleine Fete hier. Und ich habe dieses fantastische Mädchen aus Oakvale getroffen. Oh, Myra. Ich meine, sie war atemberaubend. Zumindest glaube ich das. Aber ich habe auch geglaubt, dass die Bäume um uns herum Schokoladenbeine hatten, wenn ihr versteht. Ja, du warst high, Mann. Aber ich würde sie wirklich gern wiedersehen. Wahrscheinlich. Ich meine, vielleicht waren es ja auch nur die Pilze und sie ist eigentlich hässlich wie die Nacht. Und selbst wenn nicht, was ist, wenn sie mich nicht mag? Ich werde es aber trotzdem riskieren. Bitte, bringt ihr diesen Brief nach Oakvale. Oakville, meine Heimat. Briefs on Cecile. Die Ungewissheit bringt mich um. Oh, und noch was. Versucht nicht, den Brief als den euren auszugeben. Ich habe Wochen zugebracht, das Gedicht zu perfektionieren. Naja. Der blaue Pilz, das sieht irgendwie nach Nummer 3 aus. Wenn ihr mich fragt. Und 4 benötigen wir. Allerdings, Oakville ist noch ein Stück entfernt. Da kommen wir nicht so schnell hin. So, ich möchte mir noch etwas kaufen. Und zwar eine Schaufel. Da ist wieder dieser Guide-Typ. Es ist ein neuer Tag angebrochen. Jetzt schaue ich mal, ob der Händler die Willenskrafttränke im Angebot hat. Aber selbst wenn, die sind ja so schweineteuer. Das kann ich mir wahrscheinlich gar nicht leisten. Hallo. So, was haben wir hier? Gegenstände, Tränke, nein, hat noch keinen Nachschub. Jenna und Isaiah haben anscheinend große Probleme auf der Obst. So, dann gehen wir mal nach Südbowerstone. Gehen wir mal nach Südbowerstone. Haben wir noch eigentlich neue Quests zum Annehmen? Keine Questkarte verfügbar. Also diese 3 Quests, die wir vorher nicht nehmen konnten, sind jetzt auch schon weg. So, können wir hier irgendwas vergeben? Nein. Ihr seht, wenn oben nicht mal Zahlen daneben stehen, dann haben wir so wenig Punkte, dass wir nicht mal was vergeben könnten, wenn wir es wollten. So. Können wir jetzt was vergeben? Nein. So, was haben wir? Südbowerstone und Rückkehr. Der wollte jetzt, dass ich irgendeinen Bart mir machen lasse. Allerdings habe ich vergessen, welcher Bart. Steht das irgendwie Heldenstatus, Quests, aktuelle Quests? Bitte an euch. Ja, ich weiß nicht mehr, welcher Bart das war. Schauen wir mal, vielleicht komme ich drauf, wenn ich es lese. Es ist noch zu früh. Die Geschäfte sind noch gar nicht offen. Schön. Schöne Behausung hast du da. Gefällt mir. Na komm, mach die Geschäfte auf. Ich kann jetzt da auch theoretisch die Tür einhauen, aber das macht sich nicht so gut. Jetzt halt. Der Hahn hat gekräht. Böse. Hallo, machst du mal deinen Laden auf? Gibt's ja nicht. Die wartet doch bestimmt nur auf Kundschaft. Ich meine, ich bin die einzige Kundschaft im ganzen Spiel. Hallo? Magst du mich nicht? Boah, warum macht die einen scheiß Barbier-Drecksladen nicht auf? Dann gehe ich zu Dingens. Wie ist der Barbier nochmal? Sweeney Todd? Der macht mir die Haare. Gut, ich bin auch etwas kopflos, aber trotzdem. Hallo? Hallo? Das gibt's doch nicht, die macht den scheiß Laden nicht auf. Ich will keine Kundschaft, ich brauche kein Geld. Hier ist auch noch keiner. Gibt's doch gar nicht. Ah, wir schauen jetzt mal zu dem Händler. Was ist denn das? Lille Shankmite. Wenn's recht ist, stehe zu Dienst. Kaufen! Tränke!
94, du kannst mich mal am Arsch lecken. Die Preise variierten von Ort zu Ort, müsst ihr wissen. Ja, von Ort zu Ort, du bist teuer. Da haben wir übrigens einen Begleiter, der würde theoretisch mitkommen, kostet uns laufend Gold, aber die werden wir später noch für was Spezielles brauchen. Und wenn die einmal tot sind, bleiben die auch tot. Nur zur Information. Und keine Gesetze brechen, ja? Ah ja. Der stellt jetzt seine Waren dahin. Schwupp, das auch noch. Und jetzt können wir mit ihm handeln. Kaufen. Gegenstände, Tränke. Ja, okay. Für den Preis lasse ich mich gerade noch überreden, das zu kaufen. Kaufen. Nicht verkaufen, kaufen. Kaufen, 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 kaufen. 700. Das wären fast 3000. Boah, das kostet 8000. Du Bitch. Plattenlegen 7000. Oh, da, da. Viel zu teuer. Bist du wahnsinnig? Ich zahle doch keine 7000 dafür. Ich muss sagen, ich gammel hier schon ganz schön lang umeinander in der Stadt. Aber wie gesagt, ich will das Spiel sehr gründlich und 100% spielen und alle Quests machen. Kaufen. Normaler Bart, übriger Bart, Koteletten. Ich glaube, es war Koteletten, oder? Oder war es der Rauschebart? Ich glaube, es waren die Koteletten. Böse Dinge spielen sich hier auf der Obstfarm ab. Ja, lass mich mal mit der Obstfarm in Ruhe. Das gibt's doch nicht. Wie sie mich die ganze Zeit nerven. Ach, ich wollte auch noch eine Schaufel kaufen, damit ich graben kann. Es gibt so Stellen im Spiel, die sehen verdächtig aus. Waren es Koteletten oder waren es keine Koteletten? Jetzt bin ich gespannt. Hey, das ist ein Ding. Meins. Jawohl, Willenskrafttrank. Willenskrafttrank nehme ich gerne. So, hallo. Oh, hallo. Oh, hübscher Bart. Ja, hübsch nicht. So langsam seht ihr wirklich passabel aus. Danke. Aber der Schnäuzer fehlt. Sagte ich, dass ihr der auf dieser Karte gefällt? Nein, sagtest du nicht. Du lässt mich nämlich dreimal laufen, du Arsch. Ihr sputet euch besser. Kommt wieder zu mir, wenn ihr bereit seid. Ihr werdet bestimmt bald fündig. Da wird sich meine Tochter aber freuen. Boah, wir sehen aus wie Wolverine irgendwie. Koteletten. Ich habe ein Adamantinum-Skelett und ich habe Koteletten. Ich bin Wolverine. Und ich hasse Hühner. Hühnchen! Oh, das erinnert mich jetzt an Risen. Habe ich die Hühner auch immer verdroschen. Da hat kein Hühnchen überlebt. Ich hoffe, ich habe alle erwischt. Aber hier kann man die Hühner leider nur treten und nicht töten. Boah, Hühner töten. So, das nächste bitte. Und zwar den Handelsmann Schnäuzer. Böse Dinge spielen ja sich hier auf der Obstfarm ab. Ah, was sind das hier für Bilder? Was? Lachst du mich aus? Ich bin super sexy bin ich. Ich bin ultra sexy. Du darfst mich gar nicht auslachen. Blöde Kuder. So, jetzt haben wir Frisur, Bart Nummer 1, Bart Nummer 2. Also, was auch witzig ist, wenn man zum Barbier geht, jetzt hat man danach längere Haare wie vorher. Das ist mir auch neu. Bart-Extensions. Hübsche Sammlung Gesichtspilze habt ihr da. Oh Mann. Wo ist jetzt die Tochter? Ganz ehrlich. Mir ist völlig wurscht, wie ihr ausseht. Und meiner Tochter auch. Die gibt's nämlich gar nicht, hab ich recht? Die gibt's nämlich gar nicht. Ich veralbere einfach nur gern große Helden. Ja, super. Pass auf, dass ich dir keine aufs Maul hau. Schaut euch doch an. Ihr seht albern aus. Selber. Ihr habt mich aufgeheitert. Dafür gibt's eine Belohnung. Und jetzt geht euch rasieren. Feueraffen-Tätowierung haben wir von ihm bekommen. Gut. Und 100 Erfahrungspunkte. Wobei ich das schon ziemlich dreist von dir finde, dass du mir einfach... Dass du sowas mit mir machst, das hätte ich nicht gedacht. Arschloch. Naja. Okay. Das wäre der Quest gewesen. Damit wäre der Quest auch abgeschlossen. Und 100 Gold haben wir, wie es aussieht, auch bekommen. Moment, was mache ich denn da oben? Da will ich doch gar nicht hin.
Ich will hier runter. Ich möchte mir nämlich eine normale Frisur zulegen. Okay, kaufen, und zwar normaler Haarschnitt. Ding, ding, ding. Normaler Bart. Böse Dinge spielen sich hier auf der Obstfarm. Ah, Mann, da habe ich jetzt falsch gemacht. Ich glaube, ich muss erst Nassrasur machen. Nassrasur. Dann haben wir normaler Haarschnitt und Säge. Nee, danke. Normaler Bart. Böse Dinge spielen sich hier auf der Obstfarm. Jawohl, das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus.